Hallo und willkommen zur ersten Folge von MMOR Blue. Ja, das ist ein kleines interaktives Abenteuerspiel. Und ja, so sieht das Startbildschirm hier aus. Ah, okay. Ah, okay. Ja, dann. Neues Spiel logischerweise. Möchtest du ein neues Spiel starten? So, soll auch nur ein relativ kurzes Game sein. Aber ja. Ich habe mir das schon mehrere Mal an. Okay. Oh, die glänzt. Ach, ich mache quasi gerade ein Foto. Ah, verstehe. Bam, ins Gesicht. Weiter Fotos machen. Bam, 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 bam. Einfach blind machen. Ich glaube, die ist nicht so begeistert davon, dass sie da so bedrängt wird. Das ist sie wahrscheinlich, ja. Okay, was haben wir denn hier? Irgendeine Art Parfüm oder so? Make-up? Ein Ausweis von irgendeiner Firma? Ist da oben? Ne, das wäre. Oder ist das ein Flugzeug? Oh. Ey. Okay, haben wir eine Nachricht bekommen? Ah, ja, mhm. Okay, Ja, sehe ich genauso hier. Mehr Fragezeichen bitte. Punkt, Punkt oder Ausrufezeichen. Mehr Fragezeichen, ne? Hä? Findest du da Fische, Fische, Sterne? What the fuck? Wasser mit Eiswürfeln. Na, Fisch auf einmal her. Okay. Tja, ich glaube, so funktioniert es aber nicht, wenn da Eiswürfel drin sind, dass sie schmelzen und dann das Wasser überläuft. Das ist jetzt nicht normalerweise der Fall, aber okay. Okay. Darf ich hier verstellen? Das ist wahrscheinlich scharf sein, das Bild, oder? Dass der Geschäfer so geht, aber nicht richtig noch. Ah, nö. Was mache ich hier? Ja, hat das hier irgendwas? Ja. Zug fährt doch hier statt. Boot und Wasser. Stadt mit Werbetafeln. Stadt bei Schnee. Ein Feuer? Ne, ach, Korallen. Seetang oder sowas. Bei Gewitter. Okay. Karussell. Einmal mit Delfinen und einmal mit Pferden. Der hier oben macht doch gar nichts, der linke, ne? Was soll ich mal wieder zugehen hier?
Den einen haben wir noch. Mutter und ein Kind. Was hast du da für eine Sportart gemacht? Schwimmen, oder? Hinten war gerade ein Schwimmer drauf. Was muss ja irgendwas mit Wasser zu tun haben. Sie ist also Schwimmerin. Und Nacht. Ah ja. Genau. Ja, das Radio hören. Ja, können die zwei anklicken teilweise, dann drehen die sich oder so. Aber ich glaube, ich kann nur das Radio ja wirklich bewegen. Oder? Ja. Also wenn im Zug. Wenn im Zug mit drei Haltestellen. Was sehen wir da? Ein schönes Bild da unter. Mutter, Vater und Tochter. Mhm. Ein Bild. Und da streiten sie sich. Und dann wird eine Hälfte abgerissen. Bam. Also nur Mutter und Tochter. Okay, geht wohl irgendwie um sie. Frage, hat sie eine Tochter? Oder ist sie das Kind? Die Mutter hat sich quasi dann in der Kindheit quasi, sag ich mal. Ach, keine Ahnung. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Okay. Warte, wir haben hier Geld. Okay, einmal Kind oder einmal. Aha. Okay, wir nehmen Kind hier rum. Okay, beides machen. Okay, machen wir auf jeden Fall beides. Okay, sollen wir jetzt hier irgendwie was mit den Dingern zusammen hier sagen? Wollt ihr was machen? Okay. Muss ich das jetzt verstehen? Ah, ich muss sie abstempeln. Aber muss das. Ja, wo ist? Kann ja nicht unten sein. Sollen wir hier so abstempeln? Oder muss ich die Symbole, die da drauf sind, darauf stempeln? Das ist kein Symbol oder so, dann wirklich. Irgendwelche Schriftzeichen, die kein Mensch entziffern kann. Ich stempel einfach mal so ab. Ah ja, aber okay, ist doch so richtig. Schätze einfach mal. Dass die ein bisschen spezieller aussehen, die Sachen. Und jetzt? Hätte ich da einen Knopf draufdrücken können da eigentlich? Schade. Sehe ich jetzt erst. Und da haben wir wieder Wasser. Okay, wir sehen die Fische. Wenn ich aus dem Fenster schaue, wo sind die? In ein U-Boot? What the fuck? Ah ne, ist aber ein Zug, der unter Wasser fährt, wie es aussieht. Logisch.
Ich würde überhaupt, der Zug bewegt sich eben nicht vorwärts, wenn ich die Fische so sehe. Wir müssten ja sonst eigentlich dafür so vorbeischnellen, ne? Okay. Quasi Mutterfisch und Kindfisch. Das ist ja einfach eine ganz normale Schwimmbewegung zu machen, statt versuchen zu unter Wasser zu laufen. Hui, genau so. Einfach schwimmen. Genau. Nehmen wir einen Senton? Nee. Ding, 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 ding. Okay, wir verfolgen weiter die Mutter und den Kindfisch. Wahrscheinlich eher die Tochter. Tochterfisch. Und schwimmen noch weiter in den Ozean oder so. Keine Ahnung. Erinnerung, ich weiß nicht, was genau sie darstellen sollen. Ob wir jetzt quasi in unseren Erinnerungen rumschwimmen, sozusagen. Okay, sollen wir wahrscheinlich oben rausholen oder so. Ah, scheiße, ich schmeiß gerade durch, sehe ich, hab ich gar nicht gemerkt. Das Ding darf ich aber nicht. Das kommt für alleine, oder was? Darf ich jetzt? Ah, jetzt darf ich. Im Boot. $2000. Willst du haben? Willst du haben? Ah, oh, darf ich hier wegziehen? Schade. Wollte wieder wegziehen. Okay, da haben wir jetzt anscheinend ein Ticket bekommen für eine Bootsfahrt. Für 2000, was war immer eine Währung das sein ist. Auf jeden Fall aber ganz schön viel. Das ist irgendwie gefühlt ein ganz schön schäbiges Boot, das kriege ich wieder sonst. Ah ja, so ist das Steuerrad, wenn man einsteigt.
Der Captain steht nämlich immer an der Tür und begrüßt einen, wenn man reinkommt. Okay, das ist ein Schlüssel. Müssen wir wahrscheinlich da rein. Den drehen. So. Dann haben wir Start. Geben wir hier wahrscheinlich Gas. Das war's auch schon. Okay. Wir fahren auf einen riesigen Baum zu. Nimmt seine Tochter stehen hier vorne. Aha. Macht gleich einen auf Titanic. Aha. Da sind wir. Da ist irgendwas mit dem Baum. Na gut. Die Fische. Können wir was machen? Alles klar. Genau, wo auch immer wir jetzt sind. Das ist doch ein Baum. Aber ein sehr komisch geformter Baum auf jeden Fall. Okay, so ein kleiner Teich. Ja, warum krass leuchtet. Und die geht aber rein, alles klar. Hätte ich auch aber gemacht. Das ist ein Teich, der leuchtet, alles mal reinlaufen. So, okay, aber ich würde für heute auch erstmal aufhören. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.